Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Marvel Snap. Heute wollen wir den Fokus auf ein Deck legen, das mir in den letzten Tagen sehr, sehr viel Spaß gemacht hat beim Spielen und auch mit einem sehr, sehr hohen Sieganteil der Matches sich präsentiert hat. Meine eigene Variante eines Zoo-Decks. Warum die einzelnen Karten Bestandteil dieses Decks sind, das werde ich euch nach und nach erzählen, wenn ich diese Karten spiele. Uatu haben wir hier drin, um dem Moment, wo wir ihn haben, sehen zu können, was denn hier gerade so auf dem Board passiert. Ganz nett, wenn man am Anfang einfach schon weiß, oh, da ist jetzt vielleicht ein Spot, an den möchte ich eher nicht spielen oder auch doch. Und wir spielen ihn mal direkt hier rein. Oh, unser Gegner sieht auch schon, was hier abgeht, denn Mojo World, eine klassische Spielfeld. Veränderung, die einem Zoo-Deck in die Karten spielt. Denn wer hier mehr Karten hat, oder wer hier im Bestfall oder im Normalfall haben dann wahrscheinlich beide einfach am Ende vier Karten dort, kriegt man eben diese plus 100 Stärke. Man wird so ein bisschen dazu gezwungen, einfach so viele Karten da zu haben, wie der Gegner auch. Hat man in den meisten Fällen, nämlich am Ende den kürzeren. Und das Problem, dass der Gegner hier einfach dadurch, dass er eine Karte mehr hat, plus 100 Stärke bekommt und diesen Standort für sich entscheiden kann. Jetzt haben wir Bishop gespielt. Das ist ganz schön, um einfach viel Pressure auf diesen einen Standort zu bringen. Denn immer wenn wir eine Karte spielen, kriegt Bishop plus 1 Stärke. Und ihr habt das sicher schon gesehen, wir wollen viele, viele Karten aufs Board bringen. Warum spiele ich Stronger jetzt und nicht viele andere kleine? Naja, ich möchte nach Möglichkeit immer das Mana der einzelnen Züge ausnutzen, um am Ende ohne Handkarten dazustehen. Warum? Ganz einfach, weil Strong Guy dann für uns nochmal so ein richtiger Game-Changing-Faktor werden kann. Denn wenn wir keine Handkarten haben, kriegen wir plus 6 Stärke. Gucken wir mal, was wir jetzt gleich von unserem Gegner hier noch auf die Hand bekommen. Schwanke so ein bisschen jetzt zwischen Blue Marvel, mit dem wir unsere Karten boosten, und den vielen kleinen. Ich glaube, wir gehen tatsächlich hier dafür, dass er einfach keine Handkarten mehr von uns bekommt. So nämlich. Wir spielen von uns alles raus und dann bringt ihm nämlich auch sein Devil Dinosaur gar nichts. Ja, viele kleine Einser-Drops für Bishop, für unser Zoo-Deck, für eigentlich auch Blue Marvel zum Boosten. Ja. Blade, um einfach auch unsere Handkartenzahl nochmal im Zweifelsfall reduzieren zu können, ja. Und jetzt seht ihr schon, wir haben von ihm die ganzen Karten gezockt. Und er hat keine mehr auf der Hand, nur die eine, die er jetzt gezogen hat. Wunderbar, wie uns hier dieser Standort Mindscape noch in die Karten gespielt hat. Jetzt spielen wir Hulk an einen Standort unserer Wahl, welcher ist eigentlich egal, denn ich weiß, dass wir in unserem Deck nur noch kleine Karten haben. Das heißt, im Zug 7 kriegen wir unsere Hand auch wieder leer. Was soll ich sagen? Er gibt auf. Ja, wir zerstören sein Deck mit Karten wie Yondu, beziehungsweise nicht sein Deck, aber potenziell einzelne Karten, die vielleicht sogar kernentscheidend sind für seinen Verlauf. Und hier hat uns einfach Mindscape unglaublich in die Karten gespielt. Weil das jetzt so eine schöne Runde war, ich euch aber gerne das Deck einfach auch nochmal präsentieren möchte, ohne dass uns hier ein Standort massiv in die Karten spielt, gehen wir einfach nochmal direkt in eine neue Runde rein. Also gehen wir in die nächste Runde mit Angela, mit Bishop, mit Blue Marvel und mit Strong Guy. Das sind so ein paar essentielle Kernkarten. Na klar, Angela und Bishop, um Druck mit den vielen kleinen Drops auf bestenfalls sogar zwei Standorte zu legen. Strong Guy, um entweder einen Standort zu sichern, weil wir bis zu 10 Kampfpunkte mit ihm kriegen können. Natürlich Blue Marvel, um einfach alle unsere Karten zu verstärken. Ganz bewusst auch nicht Kazar, sondern Blue Marvel, denn wir wollen natürlich auch Angela, Bishop und Strong Guy boosten. Und
nicht nur unsere Einer-Drops. Wichtiger Zug hier mit Yondu und Claude rauszunehmen, ist immer eine sehr, sehr angenehme Sache. Ich habe ein bisschen gezögert hier mit den Kartendrops, weil ich darauf spekuliert habe, Angela oder auch Bishop noch zu ziehen. Haben wir jetzt leider nicht bekommen. Insofern müssen wir jetzt einfach mal anfangen, hier ein bisschen zu droppen. Wir spielen einfach mal fleißig raus. Committen uns mal hier auf den Standort. Wir können ja am Ende immer noch in die Mitte schieben. Denke, dass wir am Ende den Stronger in die Kanalisation spielen werden. Bishop und Angela bringen uns jetzt natürlich gar nichts mehr, was wir jetzt noch brauchen. Gut gebrauchen können wäre Blue Marvel. Ja, super, da sage ich's. Bishop, und der bringt uns gar nichts. Wir spielen Stronger mal hier rein. Eigentlich wäre andersrum schöner. Wir spielen Bishop und Blade. Möchte... Bin mir nicht ganz sicher, wie wir das... Wie wir den Contest hier machen wollen. Drei Karten spielen wir noch. Ja, komm. Wir machen das so. Wir spielen Bishop mal in die Mitte rein. Lassen das eine Mana stehen. Es sollte sich am Ende ausgehen, dass wir mit einer leeren Hand hier stehen. Klar, der wird rübergeschoben. Ist egal, ob ich den hierhin in die Kanalisation oder in New York gesetzt hätte. Jetzt wird es allerdings interessant. Wollen wir die Kanalisation bespielen? Oder nicht? Ganz einfach, weil ich überlege, wie wir hier die Drops setzen. Am Ende in die Mitte schieben geht immer. Insofern lassen wir ihn mal in der Kanalisation sitzen. Mit Devil hat er natürlich einen Standort mitunter sicher. Die 16, die kriegen wir ihm nicht genommen. Wir kriegen leider auch... Doch, wir kriegen schon eine leere Hand hin. Die Frage ist, wie contesten wir? Schiebt er tatsächlich den Dinosaurier rüber? Ich glaube, er schiebt nicht den Dinosaurier rüber. Ich glaube, er lässt den Devil hier sitzen. Ja. Und wir... Wenn er den Dino schiebt, gibt er den Standort auf und will sich den sichern. Den Standort, die Kanalisation, hätte er safe. Wir kriegen 10. Wir kriegen 13. Wir machen das so. Nehmen 4 raus. Plus 10 sind 12. Doch, wir machen das so. Und so könnte sich das ausgehen. Und wir sind uns sicher und deswegen snappen wir. Habt ihr schon mal ein Zoodeck gespielt? Vielleicht auch mit Kazaa, vielleicht auch nochmal mit ein paar anderen Einer-Drops. So ein Sunspot wäre natürlich eine ganz, ganz feine Nummer hier nochmal gewesen. Er hat ihn tatsächlich stehen lassen. Das ist super schlecht für uns. Durch den Drop, genau. Er hat ja eine Karte gespielt. Und dadurch kommen wir tatsächlich nochmal drüber. Natürlich. Ah, ein Hoch auf das Zoodeck. Natürlich. Stimmt. Und den hatte ich auch verdrängt, dass wir hier nochmal einen mehr mitkriegen durch unseren Strong Guy, ne? Ja, ne? Also, hier nochmal schön reingesnappt. Da geben wir noch einen Daumen mit. Ich freue mich auf eure Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Deck Spotlight. Tschüsschen, bis bald, euer Selti. Nicht vergessen, immer die Belohnung einsammeln.